Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play. Disney ist ein Königreich für ein Lama. Es kann sein, dass ich mich schon wieder anders anhöre. Denn ich habe da den Pegel wieder umgestellt, weil er war wieder auf 100% und ich weiß nicht mehr, auf wie viel Prozent ich den das letzte Mal hatte. Deswegen kann das jetzt sein, dass ich mich etwas anders anhöre, aber ja. Dann könnte ich noch weiterhin sagen. Ich hatte ja eigentlich vor, ja, 100% hier zu holen. Aber die Flusslevel, die machen mich fertig, ne? Also was heißt, ich hatte vor, hier 100% zu holen. Ich habe es zum Glück nicht in den Titel geschrieben. Denn das wäre sowieso, fände ich, nicht richtig gewesen. Denn ich mache ja Sachen offscreen, die zu 100% führen. Das heißt, wenn irgendjemand dieses Let's Play schaut, um zu sehen, wo sich bestimmte Münzen also wo die sich befinden in einem Level, dann wäre es scheiße, weil wenn ich dann offscreen die Sachen hole, die mir fehlen, ist diese Person vielleicht etwas enttäuscht. Deswegen, ja. Ich werde euch trotzdem, wenn wir das Spiel durchhaben, zeigen, was wir denn jetzt bekommen haben. Ich weiß nicht genau, was wir bekommen, wenn wir in allen Leveln 100% haben. Aber in den Leveln, die wir bisher auf 100% haben, sieht man, da blinkt so ein Kreiszeichen. Und da können wir uns ein Bildchen angucken aus diesem, ja, nicht levelspezifisch, aber es ist meistens levelspezifisch. Da gibt es dann Charakter-Designs und sowas und so ein Kram. Das werden wir uns dann aber erst angucken, wenn wir hier durch sind. Ich glaube, das sind noch zwei Level. Es könnten auch noch drei sein, so wie das aussieht. Einmal hier Katakomben Kapitel 3. Dann sehe ich da noch irgendwas Rundes und dann halt hinten das Ende. Ich denke mal, drei Level werden jetzt noch kommen. Ich versuche natürlich in den nächsten Leveln auch noch alle Münzen und Plüschtiere zu bekommen. Aber wenn nicht, dann nicht. So. Genau, das hatten wir ja letztens schon gesehen. Cusco, bleib in der Mitte der Kurve und wir werden uns automatisch umdrehen. Gut, hier waren wir ja auch schon das letzte Mal. Also ganz kurz nur. Ja! Oh. Da war was grün und ich dachte mir, oh, grün ist super, aber grün ist das Umdrehen. Deswegen lasse ich das mal lieber mit dem Grün. So ist dann doch ein bisschen besser. Holy moly. Bin natürlich wieder etwas leiser. Ich denke aber mal, das kann man verstehen. Oh no. Wampi! Hier gibt es keine Checkpoints, ne? Oder? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Also ich weiß schon mal, dass mir zwei Münzen fehlen.
4. Okay, 4 Münzen. Aber dieses Level hat um einiges mehr Spaß gemacht als das erste, muss ich sagen. Also ich fand das auch, dass es so irgendwie ein bisschen schneller war oder so. Fand ich besser. Aber, ja. Ja, ich möchte das Spiel. Aber das war schon cool. Aber ich mach das jetzt trotzdem nicht nochmal, weil... Ne? Haben wir sowieso nicht alles. So, Katakomben, Kapitel 4. Okay. Das sieht ja sehr interessant aus. Und da kreist irgendwas. Was ist das? So, was hast du zu erzählen? Wow, diese Achterbahn ist überhaupt kein Problem für uns. Wir? Ich bin derjenige, der gesteuert hat. Na? Ich glaube, wir sollten mal Pause machen. Hat die Spur doch noch gefunden? Oh, jetzt geht das schon wieder los. Du bleibst hier und ich spiele den großen Retter. Sonst hältst du mich nur auf, Dicker. Dick ist einfach da hinten hingegangen, okay. Da. What is that? Ein Knöpfchen. Ah. Oh. Nun. Das ist aber machbar. Das ist auf jeden Fall machbar. Aber ich gucke. Wir sammeln erstmal das andere Zeug hier. Nein. Da will ich doch gar nicht hin. Ich will doch erstmal hier. Hier hin. So. Erstmal Münzchen einsammeln. Es ist heute übrigens sehr warm. Wir haben heute den 7.8. Was haben wir heute? Den 7.8.? Ja, wir haben heute den 7.8. Und zwar 16.32 Uhr und 50 Sekunden. Und es ist warm. Da brauche ich euch wahrscheinlich nicht so zu sagen. Das habt ihr wahrscheinlich schon selbst rausgefunden, dass es warm ist. Da sind noch ein paar Münzen. So. Meine Hand schläft ein. Das ist auch nicht so geil. Hole ich das noch? Ich glaube, das hole ich noch. Und dann gehe ich wieder zurück zum Anfang. Und hole bzw. betätige den Schalter. Dann sollten wir eigentlich ganz gut drüber kommen. Kontrollpunkt. So, das ist die Frage, wo geht's denn hier lang? Oh, oh. Gut, dass ich den Kontrollpunkt aktiviert habe. Kein Geheimnis? Ah. Wollte ja schon sagen. Ich denke mal, das Geheimnis haben wir. Geheimnis haben wir jetzt trotzdem. Jetzt ist die Frage. Die Musik hängt. Ich gehe mal hier rein. Ah, Geheimnis, okay. Okay, ich hab's verstanden. Ich hab's doch noch nicht so ganz verstanden. Oh.
Whee! Oh ja, ich springe! Hopp, 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 die hopp! Ich lasse das mal alles sich wieder normalisieren, falls es funktioniert. Und dann fangen wir nochmal von neu an. Oh, meine Hände schwitzen so hart. Das ist auch ganz schlimm, wenn ich irgendwas bei mir am Körper habe. Zum Beispiel die Tasche, die ich heute getragen habe. Und wenn die auf die nackte Haut kommt, dann fängt meine Haut genau da sofort an zu schwitzen. Uhu. Das ist richtig ekelhaft. Aufwachen! Aufwachen! Super, Julia, du bist der Wahnsinn. Der helle Fuck you. Sehr zur Feuerwehr. Da war nur noch dieses Aufladeding. Das will ich eigentlich gar nicht haben. So. Jetzt müssen wir wieder zurück. Da haben wir doch den richtigen Weg genommen. Da bin ich doch sehr froh drüber. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir sterben werden, weil sonst dürfen wir den ganzen Weg nochmal zurücklaufen. Was ist das da oben? Oh, guck mal, eine Fledermaus. Ein bisschen hier lang. Ich habe keinen Bock, dass das Müll, nicht im Müll, in dem Dings fällt. Also in den Abgrund. Das wäre natürlich schade. Ich habe heute übrigens auch noch Kuchen gekauft. Ich habe nämlich eigentlich gedacht, der Laden hat zugemacht. Die hatten ein Schildchen, dass die jetzt woanders wären. Also bald woanders wären. Da hat halt gerade ein Laden neu aufgemacht und dann dachte ich, das wären die. Aber das sind irgendwie andere Besitzer. Weiß auch nicht. Ach, natürlich falle ich in den Tod. Schade. Könnte ja sein, dass es offen ist. Ich hätte mir voll cheaten können. Guck mal hier, das geht so schnell. Ui, oh ja, ich springe. Hopp, 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 die hopp. Ach, soll ja bald wieder kühler werden. Zum Glück. Bahn frei, Lava kommt. Ein Ässchen. Ein Ässchen. Ich weiß nicht warum, aber... Kontrollpunkt. Achso, okay. Dieser Raum erinnert mich sehr an Portal. Gab's da auch sowas? Oh, okay. Interessant. Kannst du schon schweben? Ich kann schweben, aber ich habe meine Sprungtaste verloren. Wo ist die Escape-Taste? Ich brauche keine Hilfe und Support. Du ernährst dich wohl ausschließlich von Energieriegeln. Weißt du, dass es an diesem Ort hier spukt? Was spukt? Nutzlose Bauern? Nein, ein Geist. Ja, stimmt. Weißt du... Ja, stimmt. Weißt du... Verbraucht. Okay, ich wiederhole es nochmal. Ja, stimmt. Weißt du, ich glaube, du bist derjenige, der Hilfe braucht. Das
Das war total behindert betont. Ich glaube, du bist derjenige, der Hilfe braucht.